Was denkt Michaela Schäfer darüber, die die ganze Zeit ganz interessiert zuhört und eine ganz andere Generation ist? Ist das spießig, sich Gedanken darüber zu machen, ob man als schwuler Fußballer sagen kann, ja, ich bin schwul und das ist auch gut so, das ist doch kein Problem? Also klar, ich kenne mich jetzt nicht so genau im Fußball aus, ja. Finde es aber natürlich sehr interessant. Aber finde es natürlich auch schade, dass man nicht zu der Homosexualität in dem Sport stehen kann, weil überall wurde ja akzeptiert. Also ich komme jetzt aus der Modebranche und ich meine, da... Aus der Modebranche kommen Sie? Ja, noch nicht gewusst. Aber Sie ziehen doch selten was an, das verstehe ich. Ja, ich komme aus der Modebranche und bin dann gewechselt in die... In die Nicht-Modebranche? Ja, in die Akt-Erotik-Branche, wenn man das so nennen darf. Und da ist natürlich ganz normal, da ist eigentlich, das ist unnormal, wenn man nicht schwul ist. Ja, also da wird jeder Fotograf, Visagist, Designer... Mhm. Er ist dort einfach schwul, deswegen finde ich das natürlich komisch, dass im Sport ist er so spießig. Ja, aber die stehen nicht jeden Tag in der Zeitung, die spielen nicht vor 50.000 Zuschauern, vor 50.000 fremden Zuschauern. Und sicherlich wird es irgendwann kommen. Ja, aber ich glaube, das hat nur Sinn, was die Helle gesagt hat. Da müsste sich wirklich abgesprochen werden und dann gibt es den Tag X. Und dann müssen sich alle outen, dann sind vielleicht ein paar Nationalspieler dabei oder auch nicht. Ja. Und dann wäre das Thema einfach mal durch. Ne? Und es gab doch mal einen amerikanischen Spieler, der hat sich mal geoutet. Ja, es gab immer welche. Es gab immer welche danach. Es gab in Amerika einen Football-Spieler. Aber es gab in Deutschland auch schon zwei. Der Spieler aus England hat sich umgebracht. Ja, zwei Zweitligaspiele, diese nach. Das sind ja die Folgen. Wenn es mal einer versucht hat, dann merkst du, dass der Druck offensichtlich so groß wird, dass du das, wenn du nicht stabil genug bist, das nicht aushältst. Ich glaube, es geht auch anders. Ich glaube, ich habe in Sport Insight oder wo habe ich einen Bericht gesehen über einen Rugby-Spieler, ich glaube aus England. Ja. Und der ist natürlich nicht nur der Held der schwulen Bewegung, sondern der hat auch den Respekt der anderen Spieler noch gehabt, noch zu Spielzeiten. Aber und er war der tougheste Cookie, der vorher in der Mannschaft war. Muss man aber natürlich auch psychisch in der Lage sein, erstmal auszuhalten, finde ich. Hat Waldemar Hartmann völlig recht. Anderes Phänomen, über das wir reden sollten. Fußballer, die offensichtlich nicht so richtig in der Lage sind, mit Geld umzugehen. Sie haben Ailton aus nächster Nähe erlebt, über einen längeren Zeitraum im Dschungel. Was hat er Ihnen erzählt? Wie ist der seine ganzen Millionen losgeworden? Also darüber haben wir jetzt nicht so konkret geredet. Ich habe ihn auch nicht ganz so gut verstanden, muss ich sagen. Also inhaltlich oder akustisch jetzt? Also inhaltlich habe ich ihn nicht verstanden und akustisch auch nicht so. Darüber haben wir gar nicht so geredet, weil wir das auch nicht thematisieren wollten vor der Kamera. Bitte, bitte, ruf ja nix. Das ist doch ein klarer deutscher Satz. Wie war schwule, er? Wir haben... Was hat er gesagt? Schwule ist eine gute Frau, mit der Frau nicht so gut, muss ich akzeptieren, oder was hat er gesagt? Ja. Er hat gesagt, Frau war ein bisschen sauer. Aber Frau immer sauer. Das war ja. Michaela, wie haben Sie Ailton da erlebt? Was ist das für ein Mensch? Ich muss so sagen, ich habe ihn nicht richtig kennengelernt. Ich sage immer, ich lerne die Leute nicht richtig kennen, wenn die Kamera läuft. Ich denke, es ist trotzdem noch mal eine andere Person, wenn die Kamera aus ist. Und danach habe ich ihn nie mal wieder gesehen. Aber für mich war er ein sehr bodenständiger Mensch, ein sehr abgeklärter Mensch, der einfach... wusste, was er da auch auch was er wollte? Ja, auch was er wollte. Auch in Bezug auf Sie? Mich wollte er nicht. Doch. Nee. Teile von Ihnen wollte er, sehr wohl. Auch nicht. Also ich habe noch nie so eine große Abneigung erlebt wie von Ailton. Der wollte mich nicht. Ja, das war, hat schon an meinem Ego gekratzt. Also, er hat sie doch angefasst. Was denn? Das habe ich doch gesehen. Ja, nur mal so, das war ja über so kleine Jungs anfassen. Das war ja so, hat er mal gemacht. Also was ist denn das? Das war nicht richtig anfassen. Ach so. Der Mann kommt aus Südtirol. Also da ist halt der Leute doch schon einiges. Entschuldige. Schon mal auf. Du machst dir hier Gedanken. Hat eigentlich schon jemand mal an diese australischen Kakerlaken gedacht? Wenn die alle halbe Jahr über deutsche Halbpromis krabbeln müssen, was die sich dabei denken, meinst oder? Du, sind das immer dieselben? Nein. Ja, ein Teil wird ja auch gegessen an Ort und Stelle. Ja, genau. Das ist eklig. Das heißt, Sie haben sich mit ihm da gar nicht großartig ausgetauscht? Nein, das ist für ihn auch so ein Thema, man möchte ja auch nicht so reden. Aber ein großes Problem war natürlich bei ihm immer, dass er nie Deutsch gelernt hat. In den ganzen Jahren, in denen er hier gelebt hat, hat er eigentlich kein Deutsch gelernt. Und dadurch hat er natürlich auch Verträge unterschrieben, die er nicht verstanden hat. Und dadurch hat er natürlich auch sehr viel Geld abgeben müssen. Das bereut er auch bis heute. Er sagt, er hat einen großen Fehler gemacht. Er hat einfach nur brasilianische Freunde hier gehabt in Deutschland.
hat sich nicht mit den Deutschen auseinandergesetzt. Und die haben jetzt sein Geld? Also so nach diesem alten Bankermotto, die Kohle ist nicht weg, jetzt hat sie nur wer anderer? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wer jetzt sein Geld hat. Darüber haben wir wirklich nicht geredet. Woran liegt das, Waldemar Hartmann, dass die offenbar nicht mit diesem plötzlichen Reichtum umgehen können, der da über Nacht über sie kommt? Vielleicht ist das... So nach Elton, was hat der verdient im Laufe seiner Karriere? 10 Millionen? Ja, der war schon in der Abteilung dabei, wo es... Ja. Wo es für Leute, die gerade auslaufen konnten, schon 1 Million im Jahr gab. Ja, da war der dabei. Es liegt an den Beratern. Sie hat es ja gesagt, dass er die Falschen hatte. Früher war das so, dass ich auch in meiner Sportreporterzeit mit Spielern ja einen direkten Kontakt hatte. Du hast ihn angerufen, hast dich mit ihm getroffen. Und heute haben die eine Wagenburg um sich herum, einen Finanzberater, einen Mediencoach, ein was weiß ich noch alles Mögliche. Die kosten aber auch alle Geld, aber ich denke mal, die Zeiten sind seriöser geworden, Toni. Ja? Aber früher gab es das auch, ich erinnere mich, wirst du auch noch wissen, bei Eintracht Frankfurt war ein Vizepräsident, der Spielern Bauherrnmodelle verkauft hat. Ich kann mich erinnern an Norbert Nachtwey, der kam aus der DDR, der ist geflüchtet. Also wenn der Heike Himmel hat hier Ähnliches erzählt. Wenn der Vizepräsident deines Vereins, Bundesliga-Vereins, bei dem du spielst, dir etwas anbietet, dann gehst du davon aus, dass das seriös ist. Das war es nicht. Mhm. Und andere Spieler haben das auch noch gemerkt. So was, denke ich, wird es heute immer wieder geben. Aber andererseits ist die Gefahr weniger geworden, weil bei den Beratern ist ja doch auch so ein bisschen das Ganze jetzt schon öffentlich geworden. Bei Ailton waren es die Falschen und es waren die Einheimischen, denen er geglaubt hat, offenbar. Wie hat Toni Schumacher das damals gemacht? Wer hat Sie beraten? Wer hat Ihnen geholfen? Das ist ja eine Verantwortung. Also man muss auch mit 18 nicht so mit Geld umgehen können. Zwar mit Geld umgehen können schon, aber nicht Geldanlagen beherrschen. Kann man doch gar nicht alles verstehen. Alles durchschauen, was Steuerberater einem erzählen und so. Ich habe einen hervorragenden, wunderbaren Manager gehabt, Rüdiger Schmitz damals. Der hat immer gesagt, Bauherrmodell kommt überhaupt nicht in Frage. Wir verdienen an normal gebauten Häusern, wir verdienen nur 3 oder 4% und nicht, was Sie alle versprechen. Da machen wir noch ein paar tausend Mark und dann noch ein paar tausend Mark. Ich bin in der glücklichen Lage gewesen, einen netten Freund zu haben, der das alles für mich geregelt hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das auch im Buch geschrieben habe. Das müsste auch vielleicht das System mal geändert werden, dass man während der aktiven Zeit, wenn man jetzt, vor allen Dingen jetzt, wenn man in Europa spielt und sogar wechseln würde, dass ein gewisser Teil irgendwo abgezogen wird. Ich glaube, in Belgien gibt es das schon. Der Peter Lenhoff hatte mir das mal erzählt, der jetzt heute bei Leverkusen arbeitet. Die hätten immer einen Teil weg abgehalten davon und weggelegt auf einer Bank oder wie auch immer. Und dann, wenn man aufhört, Fußball zu spielen, würde man dann das so wie eine Art Rente ausgezahlt bekommen. Ne? Ist auf der einen Seite dieses sehr frühe Geld verdienen, auf der anderen Seite ja auch dieser plötzliche Ruhm. Du bist ja über Nacht plötzlich in aller Munde. Das ist auch etwas, was Sie umtreibt. Sie waren bei, helfen Sie mir, bei DSDS. Da war ich nicht. Nein? Nein. So, also, bei Germany's Next Topmodel genau, waren Sie. Genau, ja. DSDS fehlt noch. Big Brother? Big Brother, genau. Germany's Next Topmodel hatten wir eben schon. Ja, Supertalent. Dschungel, Supertalent. Genau, das war's. Und DSDS wäre erstrebenswert. Ach nein, ich kann nicht singen. Was hast du denn beim Supertalent gemacht, Kind? Nee, ich frage nur, weil du sagst, gesungen hast. Sie hat sich angezogen, das war eine spektakuläre Nummer. Ausgezogen. Was hast du da gemacht, gesungen? Ausgezogen. Ehrlich jetzt? Ja, ich habe mich ausgezogen. Und bist du weitergekommen? Ich bin bis ins Halbfinale gekommen, allerdings nicht damit. Jetzt wird's aber spannend. Ich sag mal so, ich kann dir das ja sagen, ich war ja dabei. Und ich meine, wir haben uns nachher noch ein bisschen länger unterhalten. Und ich muss sagen, du hast echt hammermäßige Talente. Und ganz ehrlich, der Ailton, also der hat doch einer in der Macke, du ehrlich. Wie kann der dich denn da so laufen lassen, du ehrlich? Also wenn der andere nicht gewesen wäre, du wärst ins Finale, du wärst durchmarschiert bis DSCS, also du würdest bei der Nationalmannschaft heute spielen, du ehrlich. Ich fand das geil. Ja, Markus, das ist ja bei uns auch eine völlig andere Zeit geworden, oder? Also früher, wenn man etwas richtig gut konnte, mit viel Glück kann man dann ins Fernsehen. Genau, und jetzt sitzen Typen wie ich hier. Und wenn du dann mit Frank Sinatra getroffen hast oder mit einem amerikanischen Präsidenten ins Bett bist, dann wurdest du vielleicht sogar ein richtiger Star. Bei uns in Deutschland ist es jetzt anders. Du fängst an als Superstar, wirst dann Star, den man aus dem Dschungel holt. Wirst dann Moderator im Teleshopping-Kanal. Und das ist aber die sozialverträgliche Variante. Das ist die ohne Gerichtsvollzieher und Untersuchungshaft. Ist der Weg andersrum, oder? Mittlerweile. Ist, ja, ist klar. Naja.
sag mal so, Sie haben ja daraus ein richtiges Geschäftsmodell gemacht. Was ist Ihr Talent? Also Talent, das ist immer ja, ein schwieriges Wort. Also ich bin Erotikmodel und ja. Das gibt's. Aber Talent ist doch kein schwieriges Wort. Also ja, aber ich meine Talent, ein Model. Ein Model hat ja eigentlich auch in dem Sinne kein Talent. Nicht. Ein Model kann sehr gut aussehen, kann Ausstrahlung haben, kann Esprit, Witz. Genau, ob es ein Talent ist, ist eine andere Sache. Aber ich habe mich halt auf den Erotikbereich spezialisiert. Ich muss ganz klar sagen, nicht Pornografie. Ich werde gerne damit in meinen Topf geworfen. Und halt auch nicht auf den Fashion-Bereich. Ich bin Erotikmodel. Und das hat sich in Deutschland halt noch nicht so etabliert. In Amerika, England ist es gang und gäbe, gibt es diese Models. Die werden auch akzeptiert. Und in Deutschland ist es leider noch nicht angekommen. Was ist das genau? Also sind das diese Mädchen von Seite 3, diese berühmten? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wenn man das so jetzt sagen möchte, es sind halt Mädels, die in der Aktfotografie arbeiten, die halt kein Problem haben, die Hüllen fallen zu lassen. Ja, viele Models muss man überreden. Mich muss man nicht überreden, wenn man ein tolles Konzept hat, ein Team, eine tolle Aber Sie Zeitung. Muss man überreden, was anzuziehen gelegentlich. Ja, das wirklich manchmal. Aber was ist das Konzept da? Also Sie entblättern sich dann? Mhm. Und verdienen dann damit Geld? Genau, ich entblätter mich erfolgreich. Ich sage immer, ich habe dieses Wort Erotik-Konzeptkünstlerin, würde ich mich selber so nennen. Das ist mir mal im Schlaf gekommen. Es ist einfach situationsbedingt. Was ist dir im Schlaf gekommen? Ja, es ist egal. Komm, lass das nicht. Gut. Was ist dir im Schlaf gekommen? Das Wort Erotikmodell. Erotik-Konzeptkünstlerin. Erotik-Konzeptkünstlerin. Genau. So würde ich mich eigentlich. Passt Nacktmodel auch? Nacktmodel passt auch, natürlich, aber ich würde es eher so ausdrücken, ja. Aber Ihr Begriff gibt natürlich ein Kreuzworträtsel mit deutlich mehr Buchstaben. Genau. Mehr, ja. Okay. Und dann treten Sie auf? Nein, ich trete nicht auf. Also ich mache Fotoshootings. Ja? Ja, also ich trete nicht nackt auf, um Gottes Willen. Das aber mache Sie treten nicht, doch in so, ich habe das neulich gelesen, gab es auch politische Verwerfungen. Sie traten irgendwo auf und dann hat irgendein Politiker gesagt, oder ein Beamter. Das Ordnungsamt. Das Ordnungsamt, das genau, Ordnungsamt. Hat gesagt, zieh dir gefälligst was an, weil es ist kalt draußen. Und das Ordnungsamt hatte recht. Ja, aber so war es nicht. Und das Ordnungsamt hatte nur bestimmte Auflagen auferlegt, wenn ich auftrete, zum Beispiel das nur ab 18 die Zuschauer halt rein dürfen. Aber das Ordnungsamt dachte auch, dass ich nackt auftrete. Die hatten sich nicht ganz so gut informiert. Ich bin ja keine Stripperin, ich bin auch keine Go-Go-Tänzerin oder... Nein, aber klären Sie es uns einmal. Sie legen CDs, Platten genau, auf, was auch immer? Ich lege auf, leicht bekleidet in Bodies, in Dessous, manchmal auch topless mit Nippelpasties, aber ungefähr... Mit was? Mit Nippelpasties? Genau. Erklär es der dicken Tante, Schatz. Was sind denn... Genau, mit dem man so schöne... Übrigens, Erotik-Konzept-Künstlerin. Früher hieß das einfach nur Burlesque, aber die konnten was. Die haben getanzt auch und haben Shows gemacht und so. Was ist denn das Konzept dabei, dass du Platten auflegst? Ich bin auch DJ, das nennt man DJ. Ja. Genau, ich habe mal eine ganz wichtige Frage, für mich ganz persönlich. Ja, bitte. Ich sehe dieses Mädchen die ganze Zeit im Profil. Du hast eine komplett perfekte Nase. Hast du die auch machen lassen oder bist du so mit der geboren? Was heißt denn auch? Ja, die Titten hast du noch machen lassen. Das haben wir doch nur im Dschungel gesehen. Und jetzt erzähl nicht, die werden echt. Da kenne ich mich gut genug mit aus. Aha. Bei allem Respekt. Nein, Liebes, ehrlich, du hast eine ganz tolle Nase. Ja. Hast du die machen lassen? Die habe ich machen lassen. Ach, schade. Ich wollte schwärmen. Ciao. Nein, leider nicht. Was haben Sie nicht? Die Brautwagenhändler kriegen für solche Taten Bewährung. Was haben Sie noch machen lassen? Nein, nur die Brust. Brust und Nase. Das Brust und Nase. Was mit den Lippen? Ja, mehr nicht. Nein, da ist nichts gemacht. Das ist nur der Lipgloss. Nö, das sieht man ja auch. Die Lippen sind ja auch wunderbar. Also sonst habe nichts machen lassen. Nein, will ich auch nicht. What ist das etwas, was dann auch dazu führt, dass man immer weiter was an sich verbessern möchte, wenn man damit mal angefangen hat? Nein, also ich habe vor... Wie oft haben Sie sich Ihre Oberweite aufpolstern lassen? Also alle lachen immer, wenn ich die Zahl sage, aber dreimal. Und dafür sind sie sehr klein. Ja, nee, ich lache darüber dann? Nicht. Ja, weil immer alle sagen, wie bitte dreimal? Weil das, ich hab ja ein C-Körbchen, ein ganz normales Körbchen, wie denke ich mal fast alle Frauen hier. Ja, aber wie jetzt? Von A auf B auf C oder? Nö, von 0 auf A auf B und jetzt auf C. Und dabei bleibt es aber. Also dabei das hast du schon für dich entschieden. Dabei bleibt es, ja. Ich möchte noch Erotik ausstrahlen und keine Pornografie. Und wenn die Brüste einfach größer werden, ist das nicht schön. Das kann ich nicht vereinbaren mit mir.
Nee, das geht nicht. Haben Ihre Eltern, Ihre Mutter, hat die ein Problem damit, dass Ihre Tochter da auf einer Schiene unterwegs ist, die, sagen wir mal, in der öffentlichen Wahrnehmung eine Schiene ist, wo man in Bayern in bestimmten Gebieten schon mal 3 Jahre ohne Bewährung kriegt? Also es ist keine schlimme Schiene, überhaupt nicht. Ich nein, in der Bayern Wahrnehmung, sagte ich. Ich sagte nur in der Wahrnehmung. Nein, überhaupt nicht. Also sie hat es akzeptiert. Ich muss auch sagen, ich finde diesen Job nicht irgendwie, dass man sich darüber schämen muss. Überhaupt nicht. Also ich mache wirklich keine peinlichen Sachen. Ja, ich sitze ja jetzt hier auch ordentlich. Ja, kann mich ja auch situationsbedingt kleiden. Ich meine, die meisten dachten schon wieder, ich trete hier im Body auf oder im Dessous. Aber mache ich nicht. Ich weiß ja, wie ich mich bei Herrn Lanz zu kleiden habe. Nein, aber, ja? Aber situationsbedingt nackt im Dschungel dann? Ist das situationsbedingt? Also ich war nackt. Also mir fiel immer auf, die einen haben sich immer angezogen, dann haben Sie sich konsequenterweise immer ausgezogen. Genau, so war das immer. Genau. Ja, morgens habe ich mich ausgezogen, die anderen angezogen. Aber ich war nicht nackt im Dschungel, ich habe nackt gebadet, so wie hoffentlich 100% aller Menschen sich auch nackt baden. Und ich habe mich oben ohne gesonnt. Also ich kann da überhaupt keinen Vorwurf feststellen. Nein, es geht überhaupt nicht um Vorwurf. Ich habe Sie ja auch immer als jemanden wahrgenommen, der einen sehr klaren Plan zu haben scheint von dem, was er so will. Und denke immer, die ist intelligent. Die sieht gut aus, die kann doch eigentlich was ganz anderes machen. Da steht doch die Tür offen, die muss ich doch nicht auf diese Art und Weise vermarkten. Was sagt Hella von Sinn dazu? Ich wollte die Antwort jetzt gern hören. Ich bin Ihrer Meinung. Ja. Also ich finde es keine Vermarktung, die man sich schämen braucht. Das ist nicht das Thema. Ja. Nee. Es geht um Alternativen. Genau. Du bist, wie alt bist du jetzt? 28. 28. Oh, ja. Also dann wegen Lothar keine Sorgen mehr machen. Das ist schon drüber. Da. Ich bin zu alt. Das auch nicht. Aber es geht ja immer um eine Leidenschaft. Also ich sag mal so, wenn man irgendwas in sich hat, wo man sagt, das ist meine Leidenschaft und das scheint ihre zu sein und wenn sie dieser Leidenschaft folgt, dann ist es meistens auch von Erfolg gekrönt. Und von daher, wenn sie sagt, das ist für mich gut, ich fühle mich da in Ordnung, ist doch in Ordnung, warum soll man irgendwas anderes machen? Also ich sag mal, jeder, der Erfolg hat, auf langfristige Sicht, der hat sich das auch verdient. Das darf man immer jetzt nicht vergessen. Jetzt darf ich noch mal fragen, hast du mit 16 in der Schule gedacht, so, und ich werde Erotikmodel? Nein, gab es da noch andere Berufsvorstellungen? Ich war Fashionmodel bis vor 5 Jahren und habe da halt irgendwann feststellen müssen, dass ich es einfach nicht schaffe. Die Kollegen von den Nachrichten warten auf uns. Wir sind eine Live-Sendung. Wir werden das weiter diskutieren, definitiv. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für eine sehr, sehr launige, eine sehr, sehr schöne Runde. bei Toni Schumacher zunächst mal, bei Michaela Schäfer. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Waldemar Hartmann. Ab September auf Tour, Born to be Waldi. Bedanke mich bei Hella von Sinnen. Tolles Buch geschrieben übrigens über Macken und Marotten. Und bei Matze Knob, ebenfalls ab Herbst. Auf großer Tour. Ja, viel schön. September. Ja. Also, in diesem Sinne, das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Danke schön. Tschüss. Herzlichen Dank. Vielen Dank.